Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. In den letzten Parts war einiges los. Struss ist tot, Ellie hat nur noch ein Auge. Und wir haben endlich mal die nette Nicole kennengelernt. Da würde ich sagen, legen wir doch wieder los. Wo haben wir stehen geblieben? Spielladen. Und zwar in Kapitel Nummer 13. Müsste nochmal bei dem stehen geblieben sein. 7 Stunden, 13 Minuten. Also langsam neigt sich das Spiel dem Ende. Ich weiß nicht, ich schätze mal, so ungefähr 33 Parts werden es werden. Ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Puh. So, keine Ahnung, wo waren wir. Ah, okay. Ah, okay, wir haben uns hier von Ellie getrennt, weil die hat da uns durch die Mauer geschossen. Wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen. Hier geht's lang und hier geht's lang. Immer zuerst die optionalen Wege machen. Das ist immer das Beste, weil da liegt meistens immer irgendwas rum, was sie gebrauchen können. Zum Beispiel Impulsprojektile. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich muss mir schon wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe ewig kein Dead Space mehr gezockt. Hier sind wir anscheinend mit dem Bohrer durch. Okay, dann müssen wir also doch da lang. Ah, da ist ein Energieknoten. Ihr habt doch gewusst, irgendwas Gutes gibt's hier. Energieknoten, ganz wichtig. Ja, zum Schluss werde ich mein ganzes Geld dann für Munition, Medikits und Energieknoten dann raushämmern. Alle Waffen nochmal voll ausrüsten. Hauptantrieb ein. Was? Zusatzsysteme fahren hoch. Ist Ellie drin? Wo? Oh. Ja, hab's ja gewusst. Isaac, was machen wir da? Die Luke wird geschlossen. Worauf? Hey Isaac, was soll das? Helikopterstörung außer Kraft setzen bestätigt. Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf. Notstandprozess eingeleitet. Nein. Schleuse versiegt. Nein, nein, warten Sie es nicht! Warten Sie es nicht, diese Chef zu starten! Start bestätigt. Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Was? Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann mich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. So, damit ist Ellie weg. Tschüss, Ellie. Nicole ist auch voll nett mittlerweile. Also, wird doch voll das nette Spiel. Ja, genau. Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute, die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, cool, es sind doch nur ein Happy End. Wir haben alle gerettet und jetzt kommt Tideman und naja. Ihr habt selber mitgekriegt, der will sie alles in uns in den Weg stellen, damit wir nicht weiterkommen. So. Wir können Energiekanone kaufen, Energielaserkanone. Boah, wir haben einen neuen Anzug. Schön. Schön, schön, schön. Das kann man kaufen, aber jetzt schauen wir erstmal rum, was man alles im Inventar. Halbleiter Diamant, den verkaufen wir erstmal. Dann da mal genug. Sonst schaut es eigentlich ganz gut aus. Ich glaub, die bewegen wir weg, genauso wie die. Die Stasi-Packs verkaufen wir mal. Medipacks haben wir ja auch noch genug. Der neue Anzug. Schön. Ist der jetzt eigentlich besser, oder? Schauen wir gleich an. Warte mal, was? Wiederaufladezeit, 50% Stase. 25 Inventarsatz und 20% Panzerung. Her damit.
Rein mit dir, Isaac. Wir wollen den neuen Anzug testen. So, in dem Part kommen wir ja bis jetzt sehr gut voran. Bis jetzt haben wir nur Cutscene gehabt, die haben nur kein einziges Monster tötet. Der reingeschweißte Anzug sitzt wie angegossen. Oh ja, der sieht doch schon ein bisschen besser aus. Oh ja, Freude, Freude. So, und zwar jetzt schauen wir kurz den anderen Anzug an. Das war der klassische. Okay, da haben wir 10% günstiger auf die Shop-Teile gerückt. Aber sonst ist der natürlich besser, dem was wir jetzt gerade haben. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, werde ich mir immer umziehen. Wird natürlich einiges an Zeit kosten, aber der Rest ist eigentlich egal. Wir haben 4 Energieknoten. Und weiter geht's. Speichern tun wir auch mal schnell. Wir haben schon so viel erlebt. Machen wir Kapitel 13, da. Kapitel 12 habe ich gar keinen einzigen Save gehabt. Oh, komisch. Erst so langsam ist das Let's Play dann beendet. 15 Kapitel sind es, 13 sind wir schon. Also so bald, so langsam geht's dem Ende zu. Natürlich, jetzt kommt dann bald Dead Space 3. Da muss ich natürlich fertig sein mit Dead Space 2. Freue mich schon richtig auf Dead Space 3. Keine Ahnung, die ganzen Trailer, die ganzen Demo-Videos. Man will es einfach selber jetzt spielen. Man ist einfach Feuer und Flamme drauf. Genauso wie das Zeichen, Flamme. Ach du Scheiße. Okay. Da geht's also dann los. Komm, geh drauf, danke schön. Geht da, ich glaube, da geht noch mehr ab. Wo sind die alle? Okay, da ist der Bohrer also reinbrauen. Hier unten war also Ellie. Die, was wir jetzt leider verloren haben. Ein Stasi-Teil, den nehmen wir doch gleich mit. Wo? Seh dich leider nicht. Boah, wo denn? Ja, natürlich, jetzt hab ich. Wow, halt Stase. Tschüss. Ach du Scheiße, hier geht's doch schon wieder so richtig heftig ran. Ding machen wir schnell kaputt, dann machen wir dich kaputt. Oh Gott, wie viel sind das schon wieder los? Einfach draufhämmern, einfach draufhämmern. Ach du Scheiße. Die vier müsst ihr auch mal töten. Ja, nachladen. So, dich machen wir noch kaputt. Du lebst auch noch. Da kommt nur einer angerannt. Scheiße. Der lebt immer noch. Brutzel. Lecker Eise. Gebrutzel Eise. Nachladen. Aber jetzt ist ruhig. Ne, da kommt noch was. Die können wir mit dem Plasma-Cutter ganz schnell kaputt machen. Da sparen wir uns wichtige Strahlmunition. Komm, jetzt geh halt drauf. Dankeschön. Ich glaube, das war's. So, jetzt haben wir erstmal den ganzen Müll wieder auf. Wir brauchen viel mehr Strahlmunition, weil von der von Balle ist so viel. Alles her. Was gibt's da hinten nur? Oh, geht's da lang? Ne, da geht's leider nicht lang. Natürlich, die sind jetzt alle nur aus dem Tunnel nachkommen. So, um irgendeinen zu melken. Matsch. So, sonst nichts mehr. Da hinten lagen da auch noch ein paar Teile rum. Oh, Medikit, Medikit, Medikit. Meins, 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 meins. Alles so laut hier, jeder schreit schon wieder rum. Ist da drin irgendwas? Nee. Wo? Ich seh's nicht. I don't see it. Da unten. Komm, geh drauf. Wie hält das Teil aus? Oh nein, der schießt. Aber vorbei. Elegant ausgewichen. So, jetzt geh halt drauf. Komm. Ball runter, du Mistvieh. Geht doch. Vielleicht sollten wir mal ein Medikit reinhämmern. Oh je, okay, unsere Munition hat sich doch gerade ein bisschen minimiert. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Liegt hier irgendwo was rum, Munition? Das wäre jetzt ganz nett, weil wir haben. Liegt vielleicht dahinter irgendwas? Ne, schade. Und weiter geht's. So.
Okay, und wie geht's jetzt weiter? Hat da lag ein paar Credits. Ja, super. Wie geht's jetzt weiter? Nein, Spiel. Lass mich nicht allein. Energieknoten. Aber wir kommen nicht weiter. Was muss ich jetzt hier machen? Gibt's hier irgendwas zum Hacken? Ja, da ist doch was zum Hacken. Gut versteckt. Sieht man auch nicht auf den ersten Blick. So, und dann hacken wir wieder. Jawohl. Komm, wo ist der nächste blaue? Immer auf die blauen. Oh, die Tür ist schon halb auf. Jetzt ist sie ganz auf. Kommt was raus? Ich schätze mal ganz stark nicht. Zwei Wege. Schwere Entscheidung. Gehen die Tür zu. Der Raum ist lang. Also langsam nähern wir uns wahrscheinlich die Marke. So wie das jetzt ausschaut, wird's gefährlich. Sind es... Ja, das sind... Oh shit! Das sind Tidemans, Leute, wie wir jetzt mitgekriegt haben. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen rennen. Oder was, da liegt noch was, halt, den wir haben. Energieknoten, dankeschön. Okay, also sie haben uns gefunden, das ist jetzt schon mal ganz schlecht. Ein paar Schränke, die wir so plündern können, nehmen wir natürlich alles mit. Wir können alles gebrauchen, was wir finden. Und rein in den Schacht. Natürlich, das erschwert uns die ganze Welt nur noch mehr, dass uns jetzt die Menschen auch noch hinten dran hängen. Hör mal auf. Jetzt geht's. Du musst ja jeder gegen... Ach du Scheiße. Darf ich da jetzt überhaupt lang oder sehen die mich? Wollen wir es ausprobieren? Natürlich probieren wir es aus. Und da liegt da vielleicht noch irgendwas? Nee. Okay, wir hauen doch lieber ab. Wir wollen die mir abknallen. So, hier nur ein Schränkchen und hier geht's rein. Natürlich, jetzt ist die Frage, wer sind jetzt unsere Feinde? Wir haben jetzt ja nur noch Feinde. Wir haben die Necromaus und die Menschen sind jetzt auch unsere Feinde. Energiespeicherstation und da ist was zum Hacken. Gehen wir jetzt erstmal dahin. Oh! Und dunkel wird's. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, wir können das Licht nicht wieder anmachen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Warum können wir das Licht nochmal anmachen? Ich will das Licht anmachen. Wow, da ist einiges davon gelaufen. Also wenn wir die alle nur erledigen müssen, ja, da brauchen wir noch ein bisschen Munition. Und ich habe unseren besten Freund auch schon gesehen. Den werden wir bestimmt bald kennenlernen. Früher oder später. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Was ist da jetzt wieder im Weg? Also die Kappe. Und auf geht's. Und weiter geht's. Tja, so sind Titans Sicherheitsleute auch schnell über den Haufen gerannt. Da geht's nicht lang. Müssen wir jetzt in den Raum rein? Jawohl. Das heißt, wir verfolgen jetzt die Monster. Jawohl. Boah, du Scheiße. Boah, du Scheiße. Mach halt Junge! Nein, mach die scheiß Tür zu! Ach du Kacke! Die braune Waffe! Dankeschön und... Bums! Nochmal! Nochmal! Ach du Scheiße! Okay, ich hab nicht damit gerechnet, dass da noch ein paar Nachtzügler dabei waren. Aber was wollen wir mit dem ganzen scheiß Stasi-Zeug? Wow, du Scheiße! Oh shit, wo kommt der her?
Wow. So, jetzt wagen wir uns mal raus. Links. Da zwarzeln die Teile nur rum. Dann nehmen wir aber schnell die Waffe. Wir wollen ja keine. Nicht viel Munition verschwenden. Gut. Sonst irgendwo eins? Nö. Hier tappt doch nirgendwo was rum. Denn das springt mich gleich an. Ich sehe es auch schon kommen. Was? Wo ploppt da was auf? Da, Credits. Ich hasse das Geräusch. Lebst du noch? Anscheinend schon. Da war's. Nö, nö, nö. Nix für uns. Alter, haben die eine Blutspur hinterlassen? Die armen Leute. Ah, okay. Die sind also tot. Hallo. Was gibt's hier drin jetzt? Nix. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Waffe ich nehmen soll, weil bei der habe ich so wenig Munition, aber das ist halt mal. Hey, ist die Waffe. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Juhu, wir haben eine Aufgabe bekommen von Nicole, natürlich. Immerhin, jetzt haben wir wieder eine Route, wo wir hin müssen. Und sie führt uns direkt zum Marker. So, da blindet man nochmal alles. Alles muss ich jetzt mitnehmen, weil jetzt wird's. Jetzt kommen wirklich die heftigen Räume, da wo Munition wirklich rar wird. Muss ich denn jetzt hin? Was? Wir haben da eine Route gekriegt. Da rein müssen wir. Das heißt, ich schaue mal auf die andere Seite, ob wir vielleicht von da auch rein können. Ja, natürlich können wir das. Okay, was geht hier ab? Wir brauchen anscheinend den Typ wieder. Dann nehmen wir doch gleich mal mit. Komm her. Komm, gib Handy. Dankeschön. Oh, enger Gang, enger Gang. Da müssen wir runter, also gehen wir zuerst mal ganz provokant hier da lang. Audiolog! Scheint in Reichweite zu sein. Ich könnte sie fast selbst lösen. Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis, dass es fast erscheint, als wolle er, dass wir Erfolg haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbädern nachwachsen zu lassen. Juhu. Okay, ich würde sagen, ich werde den Part jetzt erst mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.